Eine 81 Jahre alte Frau und ihr 55-jähriger Sohn sind beim Großbrand ihres Hauses in Stormbruch ums Leben gekommen. Das Zweifamilienhaus an der Sauerlandstraße stand am frühen Sonntagmorgen in Vollbrand. Innerhalb kürzester Zeit erfassten die Flammen den gesamten Dachstuhl des massiv gebauten Hauses. Den Feuerwehrleuten war es kurz nach dem Eintreffen schon nicht mehr möglich, in das brennende Gebäude vorzudringen. Ja, wir haben zunächst zwei Trupps im Innenangriff vorgeschickt, aber ein Vorkommen in das Gebäude, ins Obergeschoss, war nicht möglich, da bereits hier der Vollbrand so weit durchgebrochen war, dass ein Betreten der Treppe ins Obergeschoss nicht mehr möglich war und das Gebäude einstürzende Teile die Feuerwehrkräfte gefährdet haben. Insgesamt 90 Feuerwehrleute aus Diemelsee, Willingen und Korbach kämpften gegen den Brand an, dessen gewaltiges Ausmaß weithin sichtbar war. Der Großbrand zerstörte innerhalb kurzer Zeit das gesamte Dachgeschoss. Gauben stürzten ein, Gebäudeteile fielen zu Boden. Auch die Willinger Drehleiter war bei dem Feuer, das gegen 4:15 ausgebrochen war, im Einsatz. Den Einsatzkräften gelang es, ein Übergreifen des Feuers auf angrenzende Gebäude zu verhindern. Die ältere Dame und ihr Sohn galten zunächst als vermisst. Am Morgen, nach Tagesanbruch, fanden Brandschützer und Polizisten aber zwei Leichen in dem zerstörten Gebäude. Was das verheerende Feuer ausgelöst hatte, stand am Sonntag zunächst nicht fest. Zur Brandursache haben wir bisher noch keinerlei abschließende Erkenntnisse. Was definitiv feststeht, ist die Tatsache, dass wir keinerlei Hinweise auf eine Straftat haben. Die Ermittlungen der Korbacher Kripo zur Brandursache dauern an. Wann mit einem Ermittlungsergebnis zu rechnen ist, war ebenfalls unklar. Die Schadenshöhe gab die Polizei am Sonntag mit rund 250.000 Euro an.